Hey Leute, ich bin SmackPeverick. In dieser Anleitung möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr euren Rasen optimal pflegen könnt, indem ihr ihn belüftet. Es ist irgendwann so, dass nach einer Zeit der Boden am Rasen verdichtet, dann muss der gelockert und belüftet werden und das kann man ganz einfach mit einer kleinen, selbstgebauten Konstruktion selber machen. So, schauen wir uns als erstes hier mal die Konstruktion an. Das ist alles sehr, sehr simpel. Ist einfach ein dünnes Holzbrett, was ich genommen habe. Ich habe ein paar Nägel durchgeschlagen, die ja fast 10 cm lang sind. 10 cm wären eigentlich optimal, aber das hier sind 8 cm so ungefähr. Das ist auch noch okay. Eine dickere Holzplatte hatte ich jetzt nicht. Ich wollte auf den Sonntag jetzt auch nicht so einen Lärm beim Hämmern machen. Deshalb habe ich hier das noch fixiert mit Klebeband. Und so sind die Nägel auch richtig schön fest drin. Weil ich werde nämlich jetzt eins mit dieser Holzplatte hier machen. Ich schnalle mir die jetzt hier nämlich unter die Füße. Einfach mit so ein bisschen Klebeband fixiere ich das hier. Ich habe das eben schon mal ausprobiert. Deshalb ist das schon so ein bisschen gebraucht, das Klebeband. Ich knote das jetzt einfach hier nur drum. Man kann auch Kabelbinder nehmen oder irgendein anderes Stoff, das festbinden mit einem Seil. Hauptsache, das ist fest. So, und jetzt mache ich eins. Ich belüfte damit jetzt meinen Rasen. Ich gehe jetzt einfach über den Rasen spazieren. Die Nägel, die bohren sich jetzt hier in den Rasen hinein. Ja, ihr könnt das sehen hier. Das Brett ist jetzt richtig schön drin. Ja, warum mache ich das Ganze? Einfach so, wie ich schon erwähnt hatte, so ein Boden, der verdichtet irgendwann und den muss man wieder locker kriegen. Und das macht man, indem man den Rasen sozusagen lüftet. Das heißt, ihr macht also ca. 10 cm Löcher in den Rasen rein. Ihr habt gesehen, wie viele Nägel ich da dran habe. Und ich gehe jetzt einfach ganz normal über den Rasen spazieren. Man kann das auch über beide Füße machen. Ich mache es jetzt nur über einen Fuß, weil meine Rasenfläche nicht so groß ist und ich mit einem anderen Fußweg noch richtig auftreten will. Ja, und durch diesen Effekt, den ich dadurch verursache, durch das Belüften, ist es einmal so, dass das Wasser abfließen kann, wenn es jetzt geregnet hat oder ich den Rasen bewässert habe. Es steht also nicht mehr auf der Erde. Und wenn der Boden nicht so verdichtet ist, schön locker ist, dann wächst ein Rasen auch einfach kräftiger. Einmal wächst neu gesäter Rasen kräftiger an und bereits vorhandener Rasen wächst auch besser, weil einfach das Wasser besser zu den Wurzeln gelangt. Und wenn der Rasen besser wächst und nicht verkahlt, dann habt ihr auch automatisch weniger Unkraut im Rasen und einen richtig schönen, kräftigen, satten, grünen Rasen. Und genau deshalb belüfte ich ihn jetzt so, wie ich euch das gesagt habe. Ja, das war jetzt hier ein schöner Spaziergang über meinen Rasen mit diesem Holzbrett hier. Ich kann euch das mal unten zeigen, wie das ausschaut an dem Rasen. Ja, mein Rasen ist schon sehr dicht, aber hier habe ich mal eine kleine kahle Stelle. Und da könnt ihr hier sehen, dass jetzt hier so ganz kleine Löcher sind, die sich eben dann hier halt so reingebohrt oder reingedrückt haben. Und ja, somit wird jetzt mein Rasen wieder optimal belüftet. Und ja, das Wasser kann gut abfließen und der Rasen kann jetzt wirklich schön gedeihen. Ja, soweit dazu mein kleiner Tipp. Noch ein kleiner Tipp. Vielleicht werde ich beim nächsten Mal das Brett ein bisschen stabiler bauen, weil jetzt zum Ende haben einige Nägel dann doch nachgegeben. Aber ich bin fertig geworden hier mit meiner Rasenfläche. Ich kann euch mal die ganze Fläche zeigen. Die ist jetzt hier nicht furchtbar groß unbedingt. Ich habe ca. 10 Minuten gebraucht, bis ich hier abgegangen bin. Ja, so viel dazu. Macht das doch einfach mal nach. Ihr tut eurem Rasen was Gutes damit. Wenn euch dieser Tipp gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Sagt bis dann, euer Mac Peverick.